Jumbojets über Flörsheim im Taunus. Die Riesenflugzeuge dürfen weiter direkt über die Dächer der Stadt am Main fliegen. Das hat der Verwaltungsgerichtshof in Kassel entschieden. Die Flörsheimer hatten geklagt, weil sogenannte Wirbelschleppen das Kielwasser der Flugzeuge die Ziegel von den Dächern holen können. Im Urteil der Richter heißt es, dass die Maßnahmen der Fraport die Gefahr durch Wirbel deutlich mindere. Endgültig will das Gericht die Frage aber erst im Hauptverfahren klären. Multimedial und modern. Die Website der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau präsentiert sich mit einem neuen Design und mit neuen multimedialen Funktionen. Die Website soll nicht mehr nur Nachschlagewerk über die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau sein, sondern mit aktuellen, weitreichenden und viele Menschen interessierenden Themen sich an eine weite, große, interessierte Öffentlichkeit wenden. Neben Artikeln und Informationen zu aktuellen Ereignissen in Hessen und Nassau bietet die Seite neu die wöchentlichen Kurznachrichten EKHN aktuell, Videobeiträge und einen umfangreichen Veranstaltungskalender. Zugleich bekommen die Mitglieder der EKHN zu Ostern Post von ihrer Kirche. Ein Brief vom Kirchenpräsidenten Volker Jung erklärt die Botschaft der Feiertage. Tod und Trauer an Karfreitag, Leben und Freude am Ostersonntag. Die besten Nachwuchsfußballer kommen aus Frankfurt-Braunheim, zumindest bei den Konfirmanden. Die Frankfurter Mannschaft gewinnt den Konfi-Cup der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Bei dem Turnier im mittelhessischen Haiger Sechshelden dreht sich neben dem Fußball alles um Fairplay. Die Idee ist, dass man junge Konfirmanden und Konfirmanden zusammenbringt zu einem sportlichen Ereignis, das weniger, wo es weniger eben ums Gewinnen geht, sondern tatsächlich um gemeinsames freundschaftliches Spielen, ums Fairplay, um christliche Werte natürlich dabei auch mit reinzubringen. Es geht halt mehr um den Spaß als um den Gewinnfaktor. Zumindest versuchen wir das zu vermitteln. Natürlich ist es bei Konfirmanden immer schwierig. Schon im September stehen die Konfis wieder auf dem Rasen. Diesmal gewinnt aber das Team aus Kubach-Hirschhausen. Großer Hafen für die Kirche. Hamburg ist Anfang Mai fest in der Hand des Deutschen Evangelischen Kirchentags. Allein aus Hessen pilgern Tausende in die Hansestadt und sie werden mit strahlendem Sonnenschein belohnt. Es ist ein sehr herzlicher Kirchentag. Die Leute, die man hier trifft, die grüßen einen, die lächeln und das ist einfach sehr schön zu sehen, wie die Leute hier miteinander umgehen. Aus der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau kommt das Lärmhaus nach Hamburg. Es führt auf eindrucksvolle Weise vor, wie Menschen unter Fluglärm oder Straßenlärm leiden können. Frankfurt blockiert. Die Blockupy-Bewegung ruft in Frankfurt zum Protest gegen die Finanzpolitik Europas in der Wirtschaftskrise auf. Ziel der Demonstranten: die europäische Finanzhauptstadt blockieren. Dafür kommen die Protestler aus allen Teilen Europas. In Italien, aus Spanien, aus Portugal erwarten wir mehrere hundert bis tausend Leute. Und man kann sich mal ausrechnen, wie schwierig das auch für Aktivistinnen dort ist, hierher zu kommen. Was für ein finanzieller Aufwand allein, das bedeutet, wir versuchen das bestmöglich solidarisch auch zu verteilen, damit dieser transnationale Protest möglich wird. Aber das ist für uns eine Selbstverständlichkeit, dass wir ihn gemeinsam führen. Der Demonstrationszug durch die Innenstadt von Frankfurt endet aber schon nach wenigen Metern. Die Polizei kesselt die Protestler ein und erntet dafür heftige Kritik. Kassel in Feierlaune. Der Hessentag kommt nach Kassel und die evangelischen Landeskirchen in Hessen feiern mit. Sie haben die Martinskirche in eine Zukunftskirche verwandelt und bieten Konzerte, Kabarett und besondere Gottesdienste. Der Hessentag ist eine schöne Veranstaltung, wo man viele Menschen treffen kann. Und auf dem Hessentag gibt es etwas ganz Besonderes, nämlich eine Zukunftskirche. Und diese Zukunftskirche inmitten von Trubel ist deshalb besonders schön, weil man dort zum einen Ruhe finden kann, aber auch eine ganze Menge an Impulsen fürs persönliche Leben und für den gemeinsamen Weg in die Zukunft. Am Ende des Hessentags steht eine positive Bilanz. Kassel und die Region Nordhessen haben vom großen Landesfest eindeutig profitiert. Die Bibel mit allen Sinnen erleben. Das Bibelhaus in Frankfurt feiert Geburtstag. Seit 10 Jahren öffnet das Erlebnismuseum am Mainufer seine Türen für alle, die mehr über das Leben zu biblischen Zeiten wissen wollen. Zur Geburtstagsfeier des Bibelhauses ist auch der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Nikolaus Schneider, zu Gast. Die Kirche hat ja den Anspruch, auf der Höhe der Zeit zu sein. Und wir sind kein Verein von Spinnern, sondern wir machen das, was wir tun, auf wissenschaftlichem Niveau. Und das wird hier sehr deutlich gemacht. Und wenn ich ein Stückchen aus den Evangelien höre, dann ist
diese Landschaft, dann ist dieses Haus, dann ist dieser Tempel damit gemeint und das kann ich mir jetzt alles viel besser vorstellen. Das Bibelhaus bindet seine Besucher auf allen Ebenen mit ein, ob als Beduine, Brotbäcker oder Schlossknacker. Aus zwei mach eins. Die Diakonie in Hessen spricht seit diesem Jahr mit einer Stimme. Die Fusion der diakonischen Werke ist unter Dach und Fach. Das Ziel, eine Position, eine Stimme der Diakonie gegenüber der Politik. Diakonie lässt sich nicht an Kirchengrenzen festmachen, sondern unser gemeinsames Bezugsfeld ist Hessen. Und wir brauchen diese anwaltschaftliche Aufgabe der Diakonie, dass sie mit stärkerem Einfluss auch agieren kann. Und dazu ist diese Fusion genau das Richtige. Von Kassel und Frankfurt wandern die Mitarbeiter der beiden diakonischen Werke aufeinander zu und der Weg symbolisiert, in Hessen gibt es künftig nur noch ein diakonisches Werk. Alles Gute zum 125. Geburtstag. Der Hauptbahnhof in Frankfurt feiert Jubiläum. 3 Tage großer Bahnhof mit Musik und Tanz. Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau feiert mit, zum Beispiel mit einer Friedensandacht aus der Evangelischen Hoffnungsgemeinde im Bahnhofsviertel. Der Frankfurter Bahnhof ist der drittgrößte Personenbahnhof in Deutschland. Rund 350.000 Reisende nutzen ihn täglich. Leistungsschau auf 4 Rädern. Die internationale Automobilausstellung ist in Frankfurt zu Gast. Zwischen Menschenmassen und Automodellen sorgt die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau für einen Ruhepol. Sie lädt in die Lichtkirche zu einem Moment der Ruhe ein. Dort warten auch ökumenische Notfallseelsorger auf die Besucher. Notfallseelsorge bemüht sich, bei Menschen zu sein. Und hier sind wir bei vielen Menschen, an einem sehr belebten Ort. Brasilien, Bücher, Buchmesse. Das Gastland der Frankfurter Buchmesse im Herbst ist Brasilien. Mit der Literatur kommt auch die Kunst aus Südamerika nach Frankfurt an den Main. Die Schirn hat 11 Künstler aus Brasilien eingeladen, um in Frankfurt Street Art zu präsentieren. Auch an den Mauern der Matthäuskirche. Das Graffiti erzählt die Geschichte von einem Motorradfahrer aus Sao Paulo. 70 Jahre Reichspogromnacht. Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau erinnert in Gottesdiensten und Andachten an die Zeit des Nationalsozialismus, an Ausgrenzung, Verfolgung und Deportation. Auf ekhn.de kommt eine Zeitzeugin zu Wort. Sie hat die grausame Zeit überlebt. Das Datum bedeutet eigentlich, dass das die ersten Brutalitäten ganz öffentlich gemacht wurden. Und niemand hat sich dagegen aufgelehnt. Also niemand ist auch falsch, ja. Also die meisten haben sich nicht dagegen aufgelehnt. Und ich war eigentlich sehr glücklich, als mich ein Schüler fragte, was sagen Sie dazu, dass Leute Ihrer Generation sagen, sie haben von nichts gewusst. Und das wurde ganz öffentlich und die Leute haben gejohlt und so. Und ich muss sagen, ich war glücklich über diese Frage, ist mir noch nie gestellt worden, nicht? Also sehr abfällig, nicht? Aber das ist es, ja. Also soll mir niemand sagen, man konnte von nichts wissen. Trude Simonsohn wurde mit 21 Jahren von den Nazis verhaftet und schließlich nach Theresienstadt gebracht. Sie entkam dem Schießkommando, überlebte Auschwitz und fand im Konzentrationslager ihre große Liebe. Die ganze Geschichte ist auch jetzt noch auf ekhn.de abrufbar. Zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Das Dekanat Gießen hat einen Mercedes Ponton für 17.200 Euro versteigert. Der Erlös aus der Auktion geht an ein soziales Jugendprojekt nach Indien. Der Gemeindepädagoge Ulrich Berg hat den Oldtimer wieder fit gemacht in jahrelanger Arbeit zusammen mit Jugendlichen und Profischraubern aus der Region. Gute Sache, finden wir von EKHN aktuell.